Willkommen zu einem neuen Pokémon X und Y Wi-Fi Battle. Dieses Mal kommentiere ich wieder alleine und mein Gegner ist in diesem Fall Luna. Ich weiß noch nicht mal, ob ich denjenigen in Skype habe. Ich weiß nur, dass ich ihn irgendwie in meiner Freundesliste habe und er hat mich oder sie hat mich irgendwie mal herausgefordert. Einfach so, als ich halt online war und ja, habe ich einfach mal gedacht, teste ich dieses Team mal aus, was ich hier gemacht habe. Ja, also auf meiner Seite sieht man ein Chillabell, ein Gengar, ein Grifeldes, ein Gastrodon, ein Heatran und ein Granbull. So, auf ihrer Seite sieht man ein Atmurai, Brutalanda, Glurak, Squagla, Grifeldes und Bidifas. Ja, auf unseren Seiten sind, ja, denke ich mal, zwei ausgeglichene Teams von der, ja, von den Tiers so. Also Chillabell ist ja, glaube ich, im UU, Gengar im OU, Grifeldes im OU, Gastrodon, glaube ich, auch im OU, Heatran auch im OU. Ich weiß nicht, ob Gastrodon im OU ist. Und ja, hier Granbull ist im RU bzw. im NU, glaube ich. Und so ähnlich sieht es auf ihrer Seite auch aus. Deswegen denke ich, war das ganz ausgeglichen. Also sie hat auch OU-Pokémon und NU bzw. UU-Pokémon dabei. Also ein schönes Mixed-Battle. Gut, dann fangen wir einfach mal an. Jo. So, ich fange mit Chillabell an, wie man schon gesehen hat, und sie mit Atmurai. Mir war schon fast klar, denn ich weiß, dass er oder sie kein schlechter Spieler ist, dass ich sage jetzt einfach mal sie, dass sie auswechselt. Sie wechselt hier ganz geschickt auf Glurak. Auch eine Kugelsaat locker weggesteckt hätte. Jedoch, ich hätte auch predikten können und auf, wie heißt das nochmal? Stein, ach, ich komme gerade nicht drauf. Felswurf, genau. Felswurf gehen können. Aber das habe ich nicht getan und gehe auf Kehrtwende, wechsel in mein Granbull. Sie megert ihr Glurak und ja, setzt Flammenwurf ein. Was eigentlich? Normal hätte es mein Granbull gewone-shottet. Jedoch trage ich die Offensivweste, wodurch der Flammenwurf trotzdem noch deutlich über die Hälfte tut, aber ich es immerhin mit einem Stromstoß one-hitten kann. Daraufhin wechselt sie auf ihr Brutalanda und ich gehe hier mit Granbull raus, da ja, ich wollte Brutalanda den Hochmut-Boost nicht geben und wechsle hier ganz richtig auf Grifeldes, denn sie setzt Erdbeben ein. Ich wollte eigentlich nur einen physischen Tank draußen haben. Das hätte mir schon gereicht. Aber gut. So geht's natürlich auch. Sie geht daraufhin selbst auf ihr Grifeldes. Und ja, da ich keinen Abschlag auf meinen Grifeldes haben möchte, wechsle ich natürlich aus zu meinem Granbull, was ich quasi, ja, Death Order, um auf Mrs. Boo zu wechseln, meinen Gengar mit dem Focus Sash. Und hier, ja, wusste ich, dass sie wahrscheinlich den Donnerblitz predikten wird. Jedoch habe ich irgendwie vergessen, dass hier Gift, ja, Bodengift quasi, wie sagt man das nochmal? Das Gift auf Boden nicht sehr effektiv ist, genau. Daraufhin setze ich natürlich dann
den Spukball ein. Sie kann nochmal einen Abschlag auf mein Gengar ausführen. Jedoch, ja, killt der Spukball, der zweite Spukball dann auch. Und wenigstens konnte Gengar hier noch ein bisschen aufräumen. Als sie dann auf ihr Appenrei geht, habe ich eine Wasserdüse predicted quasi. Denn ein Donnerblitz, also ein Donnerblitz hätte vielleicht, ich weiß es nicht genau, aber ich wollte das Risiko nicht eingehen und habe ausgewechselt auf Gastrodon, was die Wasserdüse so, was sowohl natürlich hier den das Siedewasser als auch die Wasserdüse mit Sturmsog gut abfängt. Und ja, sie geht daraufhin auf ihr Grifeldes, was trotz des Eisstrahls eigentlich kaum Schaden erleidet. Jedoch kann ich... Stimmt, das war ganz am Anfang. Leider bin ich gar nicht so schnell im Erzählen, wie das hier vorangeht. Meine Güte, das ist ja unglaublich. Ich kommentiere gerade wirklich beim Nachkommentieren nochmal nach. Das ist unglaublich. Naja, auf jeden Fall... Ja, wo waren wir stehen geblieben? Sie wechselt auf ihr Bidifass. Was hier ganz locker easy erstmal eine Amnesie und dann einen Fluch rausbringen kann. Da mein erstes Toxin daneben gegangen ist. Ich wollte wirklich unbedingt ein Toxin draufbringen. Aber das hat ja leider nicht ganz geklappt. Ich glaube, Toxin hat auch nur eine 90er Genauigkeit, kann das sein? Na gut, ich heile mich hier nochmal mit Genesung und sie kann mit ihrem Bidifass nochmal Fluch machen. Und wer Bidifass kennt, der hat jetzt Angst. Das könnte eventuell ein Bidifass-Sweep werden. Naja. Hier predikte ich den Normaltyp Move, da ja Wasser keine Wirkung hätte. Jedoch geht sie nochmal für Fluch und ja, ich wusste, ein Donnerblitz wird nach einer Amnesie auch nicht killen. Deswegen, ja, mein Gengar hat hier auch nicht wirklich so gute Chancen. Ich setze hier zwar nochmal Donnerblitz ein, einfach um zu sehen, wie viel das macht, aber es macht echt nicht viel. Und als ich gesehen habe, dass dieses Bidifass Erholung hat und wahrscheinlich eine Maronbeere bzw. eine Prunusbeere trägt. Ja. Nee, eher eine Maronbeere, denn eine Prunusbeere wäre in dem Fall Blödsinn. Ja, deswegen gehe ich hier für den Abgangsfund. Oh, oh, oh. Es tat mir in dem Moment echt leid. Aber ich habe keine andere Chance gesehen, aus dieser Situation rauszukommen. Und ich finde, da sollte man den Abgangspunkt auch mal einsetzen können. Ja, das war's dann von dem Bidifass. Zwar auch von meinem Gengar, aber ich konnte dieses fast durchsweepende Bidifass noch mitreißen. Das ist doch ganz gut. Hier kommt dann mein Chillabell und ihr Brutalanda rein. Mein Chillabell outspeedet Brutalanda, was mich gewundert hat, denn Brutalanda spielt man auch häufig mit Walschall und dann, ja, hätte es mich wahrscheinlich outspeedet. Ich weiß es nicht genau. Naja, damit wurde dann der Kampf von ihr aufgegeben. Ich weiß nicht, ob es ein Rage Quit oder sonst was war. Könnte ich mir gut vorstellen, weil das war richtig arschig von mir. Muss ich ganz ehrlich zugeben, das war nicht schön. Aber was tut man nicht alles, um zu gewinnen, Leute? Naja. Gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte in diesem Video mal ein bisschen die Macht von Granbull zeigen. Weil Granbull hat einen guten Angriff, hat einen echt guten Movepool, ja? Also, mein Granbull spiele ich, das sage ich jetzt extra hier in dem
Part nochmal. Mein Granbull spiele ich mit Nahkampfknuddler, Erdbeben und Stromstoß. Und das sind halt schon... Erstmal ist es eine richtig gute Coverage. Und zweitens sind es ein paar echt gute Moves. Ja? Gerade der Nahkampf. Das ist echt heftig. Klar bringt da... Bringt bei Nahkampf die Offensivweste jetzt nicht mehr so viel, aber... Ja. Außerdem hat es den Bedroher. Und das ist auch sehr, sehr gut. Also, sie hätte ja auch einen Glurak X haben können. Das hätte ich fast besser gefunden. Dann hätte ich wenigstens den Bedroher draußen gehabt und dann wäre zwar der Stromstoß nicht sehr effektiv gewesen, aber... Ja... Besser so, als halt ein Erdbeben anzugreifen und es dann gar nicht treffen zu lassen. Aber naja, das sind so die Sachen, die in dem Moment in mir vorgegangen sind. Gut, ich mach's jetzt doch kurz. Wenn's gefallen hat, Daumen hoch und bis zum nächsten Part und ciao!